Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario RPG. Ja, upsala. Für mich war es wieder mal eine halbe Ewigkeit, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Gefühlt ein halbes Jahr. Zum Glück nicht ganz ein halbes Jahr, aber schon sehr, sehr lange nicht. Und ja, ich habe eben die Tasten neu legen müssen. Und ich muss sagen, das geht gar nicht irgendwie. Weiß nicht. Springen liegt auf B und Rennen liegt auf B. Na gut, in dem Fall ist Rennen bei mir jetzt hier auf diesen Xbox-Controller auf B und Springen auf X, ja, aber halt auf der Nintendo-Version ist es, ne, andersrum. Springen, ja. Oh, yay, nein, muss rennen. Oh Gott, richtigen Knöpfe zu finden, das ist schwer. Los, los. Na, geht doch. Okay, ja, es ist ziemlich schwer hier die richtigen... Oh Gott, ich muss das da, glaube ich, wieder mal verstellen. Aber hey, so konnte man auch ein bisschen leveln. So, hier hatten wir ja letztes Mal aufgehört. Und hier ein Strudel. Was sagen uns diese Strudel? Kann man denn... Wo kommt man denn hier hin? Das sieht ungesund aus alles. Ich gehe einfach mal hier unten lang. Ist das was? Hallo Strudelmann. Oh, cool. Wir können jetzt hier unten laufen. Bams, jetzt sind wir cool. Oh, hier ist eine Höhle. Dann gehen wir doch mal am besten da rein und... Oh Gott, hier wird mal hochgeschleudert. Oh, oho, springen. Super. Ultra-Pilz erhalten. Okay. Ich muss was wegschmeißen. Was macht denn? Füllt HP komplett auf. Dann schmeißen wir einfach mal einen Super-Pilz weg. Mensch. Ultra-Pilz, ja, sowas kann man sich nicht entgehen lassen. Das ist der ultimative Shit hier. Den muss man einfach haben. Sollte man hier irgendwo an der Öffentlichkeit... Öffentlichkeit, genau. Ja, Öffentlichkeit, nein, an der Oberfläche hier irgendwas einsammeln. Ich weiß nicht. Okay, da unten geht's runter. Nee, das ist ein Schiff. Okay, ich dachte, das wäre eine Röhre. Ist aber nicht. Bin ich recht zufrieden damit. Ist hier was? Nein, hier kann man irgendwie hochge... Nee, das ist einfach nur Luft. Ich mag auch dieses... Wellengeräusch ist wirklich hübsch gemacht, ja. Na gut, wir gehen einfach mal hier runter und ich muss sagen, das Meer ist nicht sehr tief. Wir sind anscheinend doch noch nicht im Schiff. Ich hätte es fast geglaubt, aber hey. Ist jetzt hier, okay. Wir dürfen hier nicht... Ah, man kann... Ist das doch eine Röhre? Oh, es ist anscheinend doch eine Röhre. Es ist... Nicht einfach bloß so ein... Upsala. Das ist nicht einfach nur so ein Korb für... Also so ein Ausguck. Nein, das ist gleich so ein ultimatives Röhrensystem. Kann man hier... Oh, das ist eine Tür. Gut, ich hätte jetzt gefragt, ob man da rausgucken kann. Aber man kann wohl mehr als nur rausgucken. Na gut, lesen wir das. Eine Seite des Reisetagebuchs. Ich will es ansehen. Das war es. Eine Riesenkrake hat uns erfasst. Die Schiff sinkt sehr schnell. Ja, okay. Damit haben wir auch schon mal was zu der Geschichte des Schiffes gelernt. Ja, ich hoffe, der Part war sehr lehrreich. Ich verschwinde hier. Wenn ich das schon wieder sehe, ne, habe ich keinen Bock. Oh, das sieht doch viel gemütlich aus. Also, warum kann ich alles so sein? Ich würde lieber hier an solchen Orten mein Unwesen treiben, als jetzt irgendwo dort, wo Monster leben. Und irgendwie gibt's hier nie was. Eine Seite des Reisetagebuchs. Ich will's ansehen. Wir konnten die Krake in das Schatzlager sperren. Fehler. Der Schatz wird mit dem Schiff sinken, aber so ist es nun mal. Ja, ja, man muss sich damit abfinden. Man muss sich mit seinem Schicksal abfinden, wie das man die Tasten nicht richtig belegt hat. Was für ein Scheiß. Okay, Piratenschiff. Was ist denn hier? Es gibt schon wieder so viele wie... Okay, ich muss sagen, hier klären sich Sachen manchmal schneller, als mir lieb ist. Und wofür steht das J eigentlich? Für Jonathan? Wie auch immer dieser Pirat hieß. Hallo Geister. Ach komm, wir kämpfen mal gegen einen, der sich einfach weggeportet hat, während ich ihn angriff. Nein, ich will eigentlich, nein, ich will das hier machen. Was will ich davon eigentlich machen? Supersprung? Superflamme? Oh, eine Superflamme ist am effektivsten. Irgendwie sieht der Reacher doch am schlimmsten aus. So, wir müssen wieder Button smashen. Wiederholt Y. Ja, ja, ja. Ich mache einfach weiter. Nein, Therapie? Nein. Wir gehen auf Angriff, genau. Da Peach mega stark ist,
wenn wir ihn jetzt one-hitten. Das wäre lustig gewesen, oder? Na gut. Oh, das war schlecht. Aber immerhin, er ist gestorben, das ist das Wichtigste. Können wir nicht so ein Fass auf ihn werfen? Und ich habe ungewollt abgewehrt, das finde ich super. Hör auf, deine Kristalle zu machen, das schmeckt nicht. Kristalle sind kalt. Na gut, bei dem Wetter eigentlich sehr schön, obwohl es momentan gerade geht. Super Flamme, wie macht man einen super Sprung auf... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser komische Typ... Der Sensemann, oder was auch immer das ist, der Sensengeist... Vielleicht der tote Sensemann, ich weiß es nicht. Lass mich den richtigen Knopf finden. Wow, okay. Ja, dass der irgendwie der tote Sensemann ist, was irgendwie ein bisschen sehr ironisch wäre. Ein Sen... der tot ist. Ja, und ich kann nicht mehr richtig Angriff machen. Ich merke, ich habe lange nicht mehr gespielt. Weiß nicht, ich bin nicht ganz so ein Freund jetzt davon. Nein, du wirst mich nicht. Du wirst mich nicht angreifen. Ich bin gar nicht da. Wenn ich lese, bin ich nicht da. Dann bin ich in einem anderen Universum. Die Tür zum Lagerraum ist durch ein Passwort aus 6 Buchstaben versperrt. Um reinzukommen, musst du mit Hilfe der 6 Hinweise das Passwort finden. Ernsthaft? Verschwinde. Ja. Schön. Wow, so kann man sich abwehren. So kann man sich wehren. Man soll sich ja nicht selber abwehren, das, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es scheint irgendwie möglich zu sein, aber hey, nein, nein, ja, Supersprung auf den hier, das ist doch ganz nett. Ich muss mich hier immer ein bisschen konzentrieren, dass ich, immer zum richtigen Zeitpunkt den Knopf drücke, was irgendwie gut funktioniert. Viel damit. Oh. Ja. Mist, okay. Aber das kann ruhig öfter der Fall sein. Einfach. Ach man. Einfach so damit viel Damage machen. Blitzkugel, ja, super. Alles schön auf Peach. Hier muss man echt auf Leben gehen. Okay, so viel Damage macht das jetzt nicht. Aber trotzdem, sie hat nicht viel Leben und sie ist eine der wichtigsten Personen. Und umso besser, dass es bei ihr jetzt zu viel schlägt. Super. Warum mache ich denn bei denen andauernd Miss? Also mal im Ernst. Umarmung, genau. Ich hab wieder so lieb. Ja, schön. Wir sind jetzt glücklich. Nein, Terror mache ich nicht. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Ich habe nämlich keinen Bock, diese Typen zu verjagen. Und hat er eben... Tragen die ihre Sensen eigentlich geteilt? Und die sieht ein bisschen so aus, als ob die... Den... Ach so. Das ist nur so eine Sichel, oder? Ja. Sieht aus wie eine Sichel einfach. Stimmt, und das auf der anderen Seite ist einfach bloß Stofffetzen. Ja, das kommt hin. Schön. Ach Mensch. Bowser, mach's doch richtig, Mann. Du bist so schlecht. Aber immerhin krieg ich's jetzt mit den Superangriffen. Immerhin super hin. Yay. Yeah. Okay. Schön. Und wir kriegen ordentlich was dafür. Und Gino erreicht Level 12, obwohl er gar nichts macht. Wir setzen bei ihm auf, supermäßige Superkraft. Das ist, denke ich mal, ganz effektiv. Hey, bleib mir bloß vom Leib. Und springen. Springen nicht vergessen. Und irgendwie, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder zu viel übersehen. Das gefällt mir nicht. Kann man dich hier festhangeln? Nein. Schade. Ich dachte, wir wären hier bei Super Mario 64, wo das... Nö. Also, es gab... Ich bin jetzt, glaube ich, an so einen Punkt angekommen, wo ich sage... Fickt euch. Nein. Wo ich sage, ich habe keine Lust mehr zu leveln. Ich habe einfach keine Lust mehr, zum Beispiel meinen Knopf nicht finde. So, hier. Ja, schön, dass du nicht tot bist. Nein. Ja, es ist immer schön, den Knopf hier zu finden. Da ich die meisten nicht finde. Und ja, 4 Damage, das ist natürlich... Oho! Und ich habe es endlich mal geschafft, mit ihm eine Super-Attacke hinzubekommen. Also ich nenne es immer Super-Attacke. Ob es eine ist, weiß ich nicht. Ja, Blizzard. In einem Schiff. Was wahrscheinlich schon so vermodert ist, dass das eigentlich keinen einzigen
Windstoß mehr aushalten würde, zumindest unter Wasser gesehen, kein Strom mehr aushalten würde. Oder so ähnlich. Komm, wir töten dich jetzt einfach. Komm, wir machen's. Uns steht doch nichts im Wege, außer deine Lebensanzahl. Ja, die steht mir ein bisschen im Wege, aber hey. Du kriegst jetzt eins auf der Fresse. Nicht. Gut, okay, dunkle Klaue. Oh Gott, ist der dunkle Lord. Okay. Der invertierte Bowser. Das ist immer wieder gerne zu sehen. Okay, du bist tot. So schlimm finde ich die Gegner eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ja, man kriegt auch ordentlich was dafür. Man wird gut bezahlt. Kann man sich hier echt nicht... Nein, nein. Kann ich echt nicht festhalten, das ist ja... Wahnsinn. Ach, Mensch, bleib doch weg. Okay, yes. What? What? Es ist nicht. Peach ist müde. Sie muss schlafen. Alle ganz ruhig sein, damit sie gut schlafen kann. Oh, seht mal, sie ist aufgewacht. Sie hat sich erholt. Okay, ich gebe ja zu, das war ein bisschen schlecht. Ja, nein. Das ist schlimm mit den Tasten hier. Superpilz. Bitteschön. Habe ich doch gern gemacht für dich. Wo bleibt das Dankeschön? Was ist mit dir hier? Dry Bones. Ich weiß, du hast vermutlich gedacht, das ist nur ein Haufen alter, staubiger Knochen. Denk nochmal drüber nach. Ach so, ja, ich werde jetzt bestraft, weil ich dich angesprochen habe. Und angeblich gedacht hätte, das sind alte, labbrige Knochen. Da magst du wahrscheinlich recht haben, aber du bist okay. Das finde ich nicht gut. Ich würde es ja geil finden, dass ich so viel Damage mache, wenn ich nicht wüsste, dass die wahrscheinlich Millionen Lebenspunkte haben und die ganze Zeit auf Peach gehen. Ja. Ja. Ach verdammt, das wollte ich gar nicht. Dann müssen wir jetzt doch ein Item verschwenden. Ach, Mann, wir haben nicht mehr genügend Items. Okay. Hier. Glücklich bleiben kannst. Einen umsonst. Ich weiß auch gar nicht, wie hier. Okay. Kannst du überhaupt sterben oder muss man fliehen? Das wüsste ich jetzt gerne. Ich weiß nicht, ob. Verdammt. Ist das jetzt so ein Zwischenboss oder muss man abhauen oder. Weiß ich, es wirkt fast so, als ob die gar nicht zu töten sind. Ich meine, wie will man auch Knochen töten, also mal ganz im Ernst. Und ich muss unbedingt die Tastenkombination ändern, oder die Tastenbelegung besser gesagt. Es ist keine keine Dings, jetzt habe ich das Wort dafür vergessen. Peinliche Kombination, genau. Meine Güte. Ey, ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich glaube fast nicht mehr daran. Ich glaube fast nicht mehr daran. Ach komm, Bowser, mach deinen Terror. Ja, ja, Steuerkreuz rotieren lassen und... Schön. So muss das. Ja, so leicht besiegt man die Dinger. Hübsch nicht. Mario erreicht Level 13, finde ich gut. Du gehst definitiv auf Angriff, Junge. Du musst groß und stark werden. Ja, ganz wichtig. Okay, genau. Wie ist das jetzt mit dem BP-Blumenpunkte? Ist nicht gerade rosig. Dann brauchen wir mal Honigsirup hier. Ich meine Ahornsirup. Okay, so, jetzt können wir weitermachen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Sonderfall war, aber ich habe keine Lust, gegen ihn nochmal zu kämpfen. So, eine Seite des Reisetagebuchs. Ich möchte lesen. Entdecke das Geheimnis der 6 Hinweise. Da sie von verschiedenen Leuten verfasst wurden, wird es ziemlich schwierig sein. Vielleicht sogar unmöglich. Ach, dass für Mario mal was unmöglich wäre, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit hier. Okay, ich weiß, dass ich da hoch kann. Ich weiß, dass ich da nicht hoch kann. Okay, ich werde einfach aufgehalten. Oder kann ich?
nicht unbedingt mein Plan. Aber ich glaube, das geht nicht. Gut, wenn da was war, könnt ihr es mir gerne sagen. Und oh Gott. Nein. Mäuse sind böse. Sie sind einfach böse. Was hier? Oh, hallo. Ja, ist natürlich toll, dass sie mir das jetzt erst sagt. Und nein, ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid nervig. Aber sowas von nervig. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Definitiv nicht. Nein, 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 bleibt, wo ihr seid. Das wäre mir sehr lieb. Oh, Geld. Brauche ich ja noch gar nicht hier. Meine Güte. Ich finde es toll, dass sie... Entweder gehe ich verdammt sparsam um. Oder ich kann nicht mehr springen. Doch, ich kann springen. Ah, okay. Entweder ich gehe extrem sparsam um. Oder die scheiße einem das Geld richtig durch. Das klang falsch. Wie ich sehe, ruckelt es hier ein wenig, beziehungsweise Frame-Einbrüche sind vorhanden. Ah, hier geht's wieder schön. Was ist denn da jetzt eigentlich? Man muss gegen die kämpfen, ja? Man muss gegen die kämpfen? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Man muss tatsächlich gegen die kämpfen? Okay, dann tun wir es. Ja, Blizzard. Schön. Tastenbelegung. Ich hasse dich. Das ist der größte Feind hier in diesem Spiel. Nicht hier die Smithy Gang. Nein, nein, nein. Meine Tastenbelegung ist mein Erzfeind. So ist das hier. So, was ist denn jetzt? Oh mein Gott, ich hoffe keine Frame. Oh, nein. An. So. Und die müssen schon so. Nein. Nein. So. Mal gucken, was passiert. Wow. Schön. So, okay. Ja, ja. Hm. Hey, hübsch. Toll, so schwer war es doch gar nicht. Notizen von Magellan. Magellan, was war Magellan? Magellan sagt mir irgendwas. Man findet es am Meeresgrund. Ich weiß. Das weiß doch jeder. Jedes Kleinkind. Ich glaube, irgendwas hasst mich. Gut, aber allem Hass vorweg werde ich jetzt den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden im nächsten Part sehen, was sich hinter den ganzen anderen Türen verbirgt. Wahrscheinlich auch dasselbe. Irgend so eine Hinweise und ja, wir wissen, es verbirgt sich im Meer. Am Meeresgrund. Was nochmal stand. Kann man es irgendwo sehen? Spezial? Ich sagte Spezial? Nein. Ich meine natürlich auch Spezial-Items. Tenor-Karte. Was mache ich, wenn ich vergessen sollte? Was? Ach, egal. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.